Hallöchen und Popöchen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie hier zu einer weiteren waldtastischen Folge. The Forest Season 2 ist am Start mit Asgard und Leo. Mein Engel, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und dir? Hervorragend, mein Schatz. Hervorragend. Wie soll es mir auch anders gehen? Hier mit dir hier im Wald und mit jeder Menge Stofffetzen, die wir hier gratis bekommen. Aber wir werden gleich angegriffen. Wir werden gleich angegriffen. Und das kurz vor unserer enorm coolen und sehr spannenden Höhlenexpedition. Vielleicht ziehen sie auch weiter. Vielleicht haben wir ja Glück. Und vielleicht ist bis dahin auch mein Lizard endlich mal trocken. Kriegen wir hin. Oh, Computerteile. Schön die Laptops immer zerlegen, ne? Weißt du aber ja, schon. Ja, alles, was es hier so gibt, meinst du nur. Ja. Oh, jetzt wieder eine Flare Gun, sehr schön. Also, was ist eine Flare Gun? Eine Flare einfach nur. Oh, da war gerade ein Mensch. Ja, ich habe gerade etwas zugehackt und. Ja, der Mensch, der hörte sich so einfach nur noch fleischig an. Fleischig. Fleischig mit süffigem Abgang. Aber sowas von. Ja, gut. So, ja, komm mal hier. Ja. Vogel! Das ist irgendwie ganz mysteriös, dass man die Federn nur. Dass man die Federn nur sammeln kann, solange sie noch in der Luft sind. Das ist ganz mysteriös. Echt komische. Ja. Ja, wir machen euch nichts vor, Leute. Das ist die erste Folge eines neuen Aufnahmetages, einer neuen längeren Aufnahme. Wir müssen auch erstmal reinkommen. Und wir wollen auch nicht sofort in die Höhle. Wir müssen uns ja auch erstmal warm spielen. Es ist zwar nicht allzu lang her, dass wir das letzte Mal The Forest gespielt haben, aber ein paar Tage ist es schon her. Und wir wissen alle, was uns da unten erwartet. Ein Muschiklaus. Wahrscheinlich ein Muschiklaus. Und so eine Muschiklaus wollen wir uns. Verzeihung. Wollen auch noch Menschen. Alles cool, Jo. So, ich habe jetzt aber auch langsam genug Stofffetzen. Gibt es überhaupt ein Tragelimit für Stofffetzen? Oh, das weiß ich gar nicht. Da müsste ich. Gib ihm! Gib's dem Vogel! Ja, voll aus der Luft geholt. Also ich bin aber, also was meine Zielgenauigkeit angeht, ich möchte mich nicht zu sehr loben, aber ich habe gestern 5 Stunden lang Subnautica aufgenommen. Ja, Leute, 5 Stunden, mega episch. Ich weiß gar nicht, wie weit die Folgen jetzt gerade schon draußen sind, aber wir haben eine neue Base. Mehr sage ich noch nicht. Die Ortschaft ist enorm gut. Enorm gut. Voll geil. Darum habe ich noch so ein bisschen Zielgenauigkeit drin. Vom Fische jagen. Es wird also auch wieder viel Fisch gejagt. Okay, ist der Lizard fertig? Ist der Lizard fertig? Ja, er ist fertig. Wir können ihn wieder mitnehmen. Si, amici. Si, senor, si. Okay, Pfeile. Wir brauchen Pfeile. Wenn ich runtergehe, möchte ich Feuerpfeile haben. Wie war das nochmal? Stöcker? Okay, dann brauche ich Stöcker. Stöcker, ein bisschen Stoff. Ja, genau. Gute Oder Idee. Alkohol, Stöcker, gute Alkohol, Idee. Irgendwie sowas. Genau, Stöcker, Alkohol und Stoff. Los! Leucht, leucht auf was. So leucht. Mein Headset spinnt immer mehr, mein Schatz. Nein! Wirklich, ich brauche wahrscheinlich bald ein neues. Okay. Aber wir sind dran. Ich werde mir kein teures holen. Oh, Pilze, lecker. Yummy. Nee, die waren nicht gut. Oder? Ich esse noch ein paar. Er macht komische Bewegungen danach und schreit kurz. Ich weiß nicht, wie gesund dann das ist. Nee, das ist nicht gut gewesen. Yay, Lurch. Lurch? Okay. Gelurcht, den Lurch gelurcht. Nee, den Kopf braucht keiner. Tschüss. So, wie viel Stöcker habe ich? Ich muss erstmal wieder auf die andere Inventartaste klarkommen. Bei Subnautica ist es Tab und hier ist es Q. Wie ich es eigentlich am liebsten habe. Aber Subnautica wollte ich es nicht umstellen. Entschuldigung, aber da kommt Besuch. Kommen wieder welche? Ich komme. I'm on my way. Ich komme zu dir. Wie viele? Ich weiß nicht, ich habe nicht weiter geguckt. Ich wollte nicht weiter gucken. 2 waren es definitiv. Aber vielleicht verziehen sie sich auch. Irgendwann macht das ja die Runde, dass hier keiner eine Chance hat. Gegen Asgard und Leo. Dam. Hier unten waren sie und sind gerade losgerannt wie die Irren.
Dabei wollte ich doch bloß ein bisschen Stoff haben. Da sind sie! Geh mal schön die Stoffhetzen mitnehmen. Ich brauche die alle. Ich brauche die alle. Wo ist er denn? Mein Freund. Okay. Wenn wir zu zweit arbeiten, dann geht das eigentlich ganz gut. Nee, lass ihn. Dann können wir ihn komplett ins Feuer legen. Und haben auf der Rücktür dann schön ein paar Knochen. So, und da ist noch der Häuptling da vorne. Wollen wir uns den auch noch holen? Der war gerade eben noch hier. Ja klar, gerne. Nee, also Outfit werde ich nicht wechseln. Nie wieder. Ich habe immer die Befürchtung, dass meine Rüstung dann negiert wird. Ja, aber da kriege ich auch immer schon dieses halb... Aber ja. Ich will auch irgendwann mal neue Klamotten haben. Auch wenn ich sie nicht sehe. Für dich, mein Schatz. Für dich. Juhu. Zeichnung! Hier ist was Wichtiges für uns. Und rote Farbe. Oh, ich habe mich rot angemalt. Ich mir auch. Und sehr da schön. Ist ein Bild von Timmy. Timmy! Okay, wir haben was gefunden. Okay. Hey, Vogel! Okay, den habe ich nicht erwischt. Okay. Der hat nochmal Glück gehabt. Ich drücke hier immer auf Teilnehmerliste. So. Für Pfeile brauche ich Federn. Federn und Stöcker. Sehr schön. Wunderbar. Und jetzt möchte ich noch... Möchte ich daraus Feuerpfeile machen. Du möchtest Feuerpfeile? Ich habe jetzt höchstens normale Pfeile, die ich dir geben könnte. Die kannst du mir auch geben. Die kann ich zu Feuerpfeilen machen. Alkohol und ein... Ah, genau. Alles klar. Sehr schön. Alles entfernen. Geh. Wieder Stöcker. Bitteschön. Dankeschön. Warte mal. Nee, das geht so nicht. Stöcker und Federn. Einfach Stöcker und Federn gleich, Leo. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Dann das Tuch dazu. Den Alkohol. Wunderbar. Rechts. Alles entfernen. Stock. Federn. Yeah. Swag, Digga. Was geht? Stofffetzen. Alkohol. Und die Party geht ab. Hey, ab in den Süden. Den Stöckern hinterher. Jo, was geht? Den Stöckern hinterher. Jo, was geht? Jetzt habe ich aber wirklich genug, oder? Komm, einen noch. Ein Batzen verflucht geiler Pfeile. Den letzten Alkohol noch verballern. Yay! Yeah! Ich habe richtig viele Pfeile. 26. Und ich habe noch ein paar hier auf dem Tablett für dich. Und dann könnte ich auch noch... Kann man auch Knochenpfeile zu Alkohol machen? Weiß ich nicht. Kann ich dir leider nicht sagen. Müssen wir mal ausprobieren. Dann bin ich mir nicht so weit raushängen. Möchtest du die Pfeile von mir haben? Ja, hast du mir die schon auf ein Tablett gelegt? Ja. Und oh, dankeschön. Bitteschön. Bitte, bitte. Coole Geschichte, ey. So, wo ist denn überhaupt mein Bogen? 4? Nee, 4 ist die Axt, 3 war der Bogen. Genau. Aber oh, das ist. Darum. Das sind die normalen Pfeile. Ich kann mit R die Pfeile wechseln, ne? Ja. Easy peasy, aber ich will. Na, ich kann jetzt gar keine Brandpfeile mehr machen. Schnaps, hast du nicht noch zufällig einen dabei, oder? Doch. Nehme ich auch gerne. Dankeschön. Prost. Grüßerchen. So, Stoff, Alkohol. Ejo, was geht? Aber wie gehen Knochenpfeile nochmal? Zeigt er mir gerade an, nicht an. Knochenrüstung, Knochenpfeile. Ah, wir brauchen noch einen Stock. Und dann noch Federn. Nee, will er nicht. Warum nicht? Wo ist das Problem? Nein, weiß ich nicht. Ach, was? Kann ich nicht tragen oder was? Da ist so ein durchgestrichenes Symbol. Zu viel davon? Kann sein. Vielleicht habe ich das Maximum an Pfeile, die ich tragen kann. Ich habe, naja, genau 30. Das wird schon so sein. Ja. Wird schon so sein. Nächstes Mal baue ich Knochenpfeile. Die sind wahrscheinlich um einiges effektiver. Ich weiß so, nicht. Dann wollen wir uns mal ein YouTube Gamer Strike holen. Ich schmeiß mal die Kassette an. Woo! It's Party Time. Welche hast du? Welche Musik?
B war Feuerzeug, ne? Nee, was ist denn das B war es nicht. F. Light, L, genau, stimmt. Okay. Das ist wahrscheinlich. Da kriege ich wieder diesen. Nicht GEMA Strike, sondern ein. Wie heißt das? Cloud? Nee, irgendwas mit C, glaube ich. Bin mir gerade nicht so sicher. Egal. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben genug zu essen. Wir haben genug zu trinken. Zu essen haben wir leider nichts unterwegs dabei. Wobei, die Riegel. Wo ist die Riegel? Habe ich keine mehr. Ich habe nur ein paar Dosen. Jede Menge Dosen. Aber ich habe immer noch ein paar. Ein paar Lizards wäre nicht schlecht. Aber zwei Musiken übereinander sind nicht so geil. Mach die Kassette aus. Wir haben da drüben ein paar Verrückte. Haben wir? Ja. Die Guten? Da vor uns. Kommt schon angerannt, Vorsicht. Ja, ich sehe ihn. Ich würde gerne meine Pfeile für unten sparen. Aber unten kriegen wir nur gar nichts mehr zu essen, oder? Links ist auch noch einer. Oh Gott, komm, lass uns in die Höhle gehen. Wir haben hier sowieso nichts mehr, was uns hier hält. Komm, einfach runter. Wir organisieren uns unten was zu essen, wenn nicht esse ich Menschen. Ich gehe rein. Mach's gut. Ich bin drinne. Bist du auch drinne? Ja, aber... Sieht so aus. Ja. Und gleich so ein komisches Ding bauen, dass wir hier speichern können. Das kennen wir ja. Wenn wir genügend davon da haben. Das Prozedere kennen wir ja. Lala. Schlafen. So ein ganz kleines hier. Drehen. Und oh, hier sind Münzen. Ist hier ein Gegner unten? Hör ich die richtig? Hörst du? Ah, nee, ich hab nicht genügend Stöcker. Hast du noch Stöcker? Ja. Wunderbar, gleich mal speichern. Oh, wollte ich gerade sagen. Juhu, Baby. Baby denkt, so wie ich. Mein Gute. Ist das eine Fischreuse hier? So, okay, es ist noch da und wir gucken einfach mal, was jetzt hier abgeht. Was ist das hier? Oh, jetzt geht's hier richtig ab. Du hast Durst, finde sauberes Wasser. Haben wir doch hier ohne Ende, oder? Kann man die Tropfen nicht schlürfen? Ach nee, das war bei... Ah, das war bei Dings, bei The Solos Project. Oh, Schnaps, jawohl, ja. Wir sind gerettet, mein Schatz. Wir haben Schnaps. Eine Spraydose habe ich. Haarspray gesammelt. Hörst du sie auch schreien? Duct Tape? Ja. Au. Wo ist Duct Tape? Hier, in den Koffern. Und Kohle. Und Kohle. Den Kopf nehme ich auch gerne mit. Hier liegt was. Button. Zeichnung. Eine Karte. Jawohl, ja, sehr schön. Map. Wovon? Ach, wir haben jetzt einfach nur eine Map. Ja. Okay. Höhlenkarte. Dann haben wir, naja, so viel von der Höhle hat die mir gerade hier nicht angezeigt. Und ein Kompass ist hier. Oh, das ist wichtig, glaube ich. Sehr schön. Hier ist eine Zeichnung. A jealous god, upon smiles. Punishes appearance fault of. Naja, gut. Ey! Oh Gott, ich höre hier ständig irgendwelche Schreie. Hörst du die auch? Ja. Ich dachte schon, ich bin paranoid mal wieder. Aber nein! Aber nein! Aber nein! Schnaps, Schnaps, Schnaps. Ja, ich zuck am besten schon mal den Bogen auf der 3 war der, ne? Ja, genau. Auf der 3. Und wenn uns hier irgendeiner begegnet, dann... Ne? Dann ist er dran, ne? Aber im Prinzip sieht's ja ganz gut hier unten aus, würde ich mal sagen. Haben wir alles? Wollen wir weiter? Ja, so stückchenweise. Irgendwo. Stückchenweise, genau. Ich habe Angst, wenn ich den Pfeil jetzt schon anzünde. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Ich habe 30 Pfeile. Ich habe dann auf jeden Fall, glaube ich, mehr Licht, oder? Dass er mir einfach abbrennt. Dynamit. Nee, Snack gesammelt. Oh, Snack, wunderbar. Und hier hängen die Zähne. Von was auch immer. Nee, Finger sind das. Ich glaube, ein extravaganter Weihnachtsschmuck. Oh, Wasser! Können wir das trinken?
richtig heiß. Nice. Können wir das trinken? Ach, das wäre doch mal echt nice. Muss man doch trinken können. Wir müssen nur wieder die richtige Stelle finden. Ich habe keine Stelle gefunden. Wenn wir Safer-Karten müssen, ne? Ah, nein, der Pfeil ist gelöscht. Ist der jetzt weg oder? Nö, ist noch alles da. Warum habe ich eigentlich Haarspray? Was kann man mit Haarspray machen? Mit Feuerzeug verwenden, wie geil! Der klassische Kinderflammenwerfer, wie wir es früher genannt haben. Damit haben wir uns so manchen Nachmittag vertrieben gehabt in Berlin, ich und Kalli. Sind wir zu Schlecker, haben uns für eine Mark oder eine Mark 50 so ein Billig-Haarspray geholt und dann haben wir Laubhaufen angezündet. Das ist so wahnsinnig, das so eigentlich so ein Zufall, dass ich noch lebe. Was für ein Quatsch ich früher alles gemacht habe. Nee, müssen da vielleicht die Waffen weggesteckt sein? Leg mal den Bogen weg. Nee, gar nichts. Warum kann man hier nicht trinken? Leg mal weg. Wie kann ich denn freie Hände machen? Eigentlich nochmal den gleichen Hotkey nochmal drücken, ne? Aber irgendwie... Ja. Ne, leg da gerade nicht die Sachen weg. Warum auch immer. Wie crouchte man denn jetzt eigentlich nochmal? Mit STRG, mit Steuerung. Ah, so war das. Ne, trinken ist hier gerade nicht. Ach Mensch. Kannst du mit dem Topf vielleicht Wasser holen? Du hast doch einen Topf, oder? Hab ich noch einen Topf? Aber nicht dabei, wa? Nein, leider nicht. Aber ich habe hier einen Schildkrötenpanzer. Kann als Schlitten verwendet werden. Ja, wenn wir dann mal irgendwann soweit sind. Ja, eben. So, weiter geht's. Ich komm runter. Hier im Höhlenkletterparadies. Vom Vogelpark Waldfriede. Ist alles so Kunstblut, so alles der Atmosphäre dienen hier. Wir hoffen, dass sie ihren Aufenthalt hier genießen. Ihr Team vom Vogelpark Waldfriede. Hier ist auch schon wieder Wasser und ich kann nicht trinken. So, einen Schluck trinken. Dann trinke ich halt eine Dose und esse den Lizard. Der ist verdorben. Oh, der ist roh. Der war noch nicht trocken. Nein! Können wir den trotzdem noch kochen? Ja, wenn wir... Bei uns ist... Oh, Schatz! Gegner, Gegner, Gegner! Jawohl, ja. Und mein Pfeil würde ich auch wieder zurückhaben. Mein Pfeil würde ich auch wieder zurückhaben. Zähne, sehr schön. Hallöchen. Jetzt müsste ich eigentlich einen Nicht-Brandpfeil haben. Aber dafür werde ich jetzt keinen Schnaps verbrennen. Verbrennen, sondern verschwenden, wollte ich eigentlich sagen. Nützen. Genau. So, ja, den faulen Lizard behalte ich mal. Ich glaube, wenn man den brät, geht der noch. Gammelfleisch. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe schon den ein oder anderen sehr zwielichtigen Döner gegessen. Hat mir auch nicht geschadet. Ich glaube, den Lizard, den kann man noch essen. Den kann man noch essen. Aber heute tut's erstmal ein paar Energy-Riegel. Die etwas besseren Snickers. Die Fitness-Snickers. Aber lasst euch nicht von der Werbung veräppeln. Diese Proteinriegel sind genauso ein Schnulli wie Snickers. Nur ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Na gut. Mein Schatz, ich habe hier einen Geheimgang gefunden. Oh, dann bin ich auf dem Weg zu dir. Der war zu. Sehr schön. Ja, Mensch, da ist die Folge auch schon wieder vorbei. Jetzt hier gerade mit dem spannenden Geheimgang. Uns hat es eine Menge Spaß gemacht, so hoffe ich doch zumindest, oder mein Engel? Ja, alle! Wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Ansonsten liken nicht vergessen. Vielen Dank dafür, vielen Dank für euren Support. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo und eure...
Asgard. Ciao. Ciao, ciao.